Wer hat letztes Jahr ein Security Nightmare erlebt von euch? Nee, glaube ich nicht. Alles sicher. Wer von euch hat in der Familie ein Security Nightmare erlebt? Und wer von euch war sein eigener Security Nightmare? Ausreichend. Jetzt kommen Ron und Frank. Security Nightmares. Ja, herzlich willkommen zu den Security Nightmares. Was Hallo ist? Leipzig. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich Sorgen hatte, ob ich rechtzeitig reinkomme. Wie vielte Ausgabe ist es eigentlich? Genau, ich habe da Paragraph 2 hingeschrieben. Das ist Paragraph 2 BGB, der regelt die Volljährigkeit. Und diese Veranstaltung ist 18. Die Veranstaltung darf jetzt heiraten. Und zwar seit Oktober jeden. Sie darf jetzt auch selber Mobilfunkverträge abschließen. Und hochprozentigen Alkohol- und Tabakwaren kaufen. Und konsumieren. Und sich auch an jugendgefährdenden Orten aufhalten. Also hier. Und Glücksspiel. Das heißt... Bitcoin, hat jemand Bitcoin gesagt? Ja, genau, und die Datenschleuder abonnieren, ne? Ist klar. Ja, wir hoffen, hattet eine gute Zeit auf dem Kongress. Wir sind immer traditionell so der Rauskehrer hier vor der Abschlussveranstaltung. Also die Veranstaltung dafür sorgt, dass ihr zur Abschlussveranstaltung alle da seid. Und ihr konntet euch von dem Support-Marathon über Weihnachten so ein bisschen erholen. Wie schlimm war es denn so dieses Mal? Da wollten wir noch mal so zwei, drei Fragen zu stellen. Wer hat denn noch einen XP weggemacht? Eins, zwei. Oh, oh. Okay. Und wer durfte auch dieses Jahr das XP nicht wegmachen, weil es läuft so gut? Ah, oh je. Dann können wir eigentlich alle gleich nach Hause gehen, oder? Was ich so witzig fand dieses Jahr, ich meine, wir sagen immer, man kann sich ja dann hier erholen von dem Support-Marathon, den andere Leute Weihnachten nennen. Was ich jetzt aber das gehört habe, ist, dass dann der eine oder andere Teenager nicht hergekommen ist, weil der Rest der Familie kommt ja sowieso immer hierher. Und die hatte man dann ja gerade 3 Tage. Und das schafft man dann halt nicht mehr. So, und da muss man dann mal nachdenken, wie man damit umgeht, ne? Weil ein Stream ist ja keine Antwort auf alles, oder? Ja. Wer hatte denn so ein Virus oder Trojaner zu entsorgen über Weihnachten? Du musst höher einsteigen. Bei wem waren es mehr als 10? Keiner? Okay. Da ist was los. Mehr als 5? Auch nicht? Okay. Wer weiß nicht, wie viele es waren? Ah, okay. Die Methode hat sich geändert. Ihr setzt die einfach gleich neu auf, die Kisten, ne? Ja, fair enough. Gut. Steigen wir ein? Das ist ein Bild, was mein Freund Pavel Meyer gemacht hat. Der kümmert sich darum, Maschinen das Sehen beizubringen. Und er hat festgestellt, dass Ampeln für Maschinen zwischendurch so aussehen, weil wenn man mit so einer Ampel mit 60 Hertz Framerate aufnimmt, dann passiert beim Umschalten zwischen Gelb und Grün der lustige Effekt, den wir hier gerade im Bild beobachten, dass es nämlich einen Frame lang so aussieht.
Und damit fahren wir dann Auto. Also nein, falsch. Damit fahren dann Autos mit uns. Die beliebte Rubrik vor 10 Jahren. Da ist ja viel passiert vor 10 Jahren. Wir forderten damals Bürgertrojaner für mehr Bürgerbeteiligung. Das war so ein bisschen mau, aber die Digitalisierung hat ja auch vor den Parteien nicht Halt gemacht. Vor allen Dingen WhatsApp hat vor den Parteien nicht Halt gemacht. Und da gab es dann diese hübschen Leaks, nicht wahr? Habt ihr alle mitgekriegt, wie sich die Partei da reingehängt hat? Ich glaube, das ist einen Saalapplaus wert. Die andere Sache in Sachen Bürgertrojaner für mehr Bürgerbeteiligung, die so in die Richtung geht, ist diese Android-App Haven von The Guardian Project und Freedom of the Press Foundation. Der Edward Snowden hat auch ein bisschen Werbung dafür gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist ja so ein Wir-überwachen-den-öffentlichen-Raum-Gerät. Also etwas, was natürlich in Deutschland verboten wäre, wenn man es hier aufstellen würde. Aber genau, ich denke, wir werden sehen, wo das hinführt. Ja, also ich glaube, dass diese, also das ist so eines der ersten Anzeichen dafür ist, dass so Evidence-Collection-Systeme, also eigentlich wird es ja dafür beworben zu sagen, wenn man sein Hotelzimmer verlässt, dass also der öffentliche Raum dieses Hotelzimmers, man die Frage sich stellen kann, welche Öffentlichkeit sich denn daran aufhält, während man dann nicht gerade nicht da ist. Und um das zu dokumentieren, soll das Gerät ja benutzt werden. Aber ich glaube, dass genau dieser Punkt, öffentliche gute Software zur Evidence-Generierung, die wird uns noch eine Weile beschäftigen. Remote Government, ja, da hatten wir vor 10 Jahren war Estland kurz weg. 20 Tage lang oder so, ne? 20 Tage, genau. Ja. Und damals fing ja dieser ganze Cyber so ein bisschen an, auch wenn er damals noch nicht so hieß. Und es sollen ja Privatpersonen gewesen sein? Also patriotisch gesinnte Privatpersonen, die damals Estland runtergenommen haben. Und irgendwie hat sich dieser Trend so ein bisschen verfestigt, dass also patriotisch gesinnte Privatbürger dann auch, was wir damals ja schon vorher gesagt hatten, wenn man halt anfängt, so ein ganzes Land runterzufahren, dann kann man auch relativ problemlos irgendwie sich um deren Wahlsysteme kümmern. Nur, dass es dann halt nicht Estland war, sondern andere Länder. Genau, aber Putin hat gesagt, das waren Freigeister. Also das war keinesfalls eine gesteuerte Aktion, nee, was da in Amerika gelaufen, ja, ist, nicht wahr? Genau. Das war der Punkt. Mhm. Die modularen Superwürmer. Genau, und das ist ja etwas, was uns hier schon eine Weile begleitet, dass die Superworms als solche modularer werden und auch das Ökosystem drumherum modularer wird. Man jetzt inzwischen so Ransomware as a Service gibt es ja auch schon. Und das hat sich nur weiterentwickelt, ne? Keine große Sache. Dann gab es das Thema Biohacking. Ich glaube, vor ein paar Jahren hatten wir dann noch welche da, die hatten auch mal Ebola auf einer PowerPoint-Folie dabei. Das ist aber nicht 10 Jahre her, ne? Das ist nur so 5 Jahre her. Ungefähr sowas, ja. Ja. Und inzwischen hat die FDA also wie wir sehen können, hat Biohacking enorme Fortschritte gemacht. Wir sind also ich weiß nicht, ob die Damen und Herren irgendwie schon mit CRISPR-Cas9 modifiziert wurden. Aber das werden wir dann wohl demnächst auch sehen. Also die CRISPR-Cas9 ist eine Methode, mit der man Gen-Editing sehr weit treiben kann. Und
also es, die FDA hat gerade davor gewarnt, dass man das an sich selber ausprobiert. Und ich hatte eigentlich auch so ein bisschen erwartet, dass wir für den Kongress schon so ein paar Einreichungen dazu kriegen. So. Sowas wie, also ich könnte mir da so viele Dinge vorstellen, so zum Beispiel so kleine Elfenohren züchten oder so oder mal die Augenfarbe ändern. So. Da gibt es ja so viele kleine, einfache Möglichkeiten zum Patchen. Aber bisher hat man noch keine Einreichung. Mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Genau, das für nächstes Jahr wünschen wir uns das. Und dann hatten wir das Thema Industrie-IT, Kinderzimmer-IT und Krankenhaus-IT. Und ich weiß noch, dass wir uns schlapp gelacht haben über diesen Dinosaurier, den wir mitgebracht haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Es war so ein Spielzeug-Dinosaurier, den man streicheln konnte und dann hat er so gemacht. Und der hatte auch schon eine Kamera drin und ein Mikrofon und wie gesagt, so kleine Geräusche konnte der auch machen. Ja, und dieses Jahr hat die Bundesnetzagentur tatsächlich eine Kinderpuppe verboten, ja, weil das eben auch eine als Wanze klassifiziert wurde. Da wurde der Verkauf verboten. Ich glaube, 400 Shops oder so mussten das Angebot rausnehmen. Ja. Und Kinderuhren mit Mikro wurden auch verboten von der Bundesnetzagentur. Ja? Also es entwickelt sich wirklich irre. Und dann das Schönste war aus meiner Sicht dieses Ding mit den Furbies. Furbies kennt ihr ja auch alle. Und die sind ja auch technologisch nicht stehen geblieben. Es gibt einen Furby Connect, der spricht Bluetooth. Und der braucht keine Authentisierung. Und der spielt dann Audiodateien ab. Das heißt, ihr müsst nur dicht genug rankommen an die Kinderzimmer. Da hätten wir gerne von euch jetzt einen Audio-Track. Wenn ihr also alle mal kurz 10 Sekunden Cyber, 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 Cyber. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Länger darf der Loop sowieso nicht sein. Also eben, ne, wenn ich dann die Spielzeugläden, wenn die dann alle anfangen zu cybern da drin, dann wissen wir Bescheid. Ne? Ja, heutzutage ist ja dieses Furby erscheint so ein bisschen so wie der, so der Urgroßvater von irgendwie den Werbewanzen, die sich die Menschen ins Wohnzimmer stellen. Hast du Alexa gesagt? Alexa, tell my therapist, ist ein ernsthafter Skill. Es gibt tatsächlich für Alexa mehrere, also für dieses Amazon am Werbewanzengerät, aber auch für die anderen Konkurrenzprodukte gibt es mehrere Implementierungen, mehr oder weniger fortgeschritten von Eliza, dem ursprünglichen Weizenbaumprogramm. Es gibt tatsächlich natürlich, selbstverständlich, gibt es auch mittlerweile schon so Machine Learning-basierte Therapiesysteme, über die man sich mit seiner Werbewanze unterhalten kann. Wenn wir jetzt uns überlegen, so Daniel Suhres hatte damals gesagt, so the human mind is a stationary target. Das heißt also, der menschliche Geist, der ist halt also, entwickelt sich nicht so schnell vorwärts wie die Maschinen, die ihn versuchen zu manipulieren. Da geben sich völlig ungeahnte Möglichkeiten, so den Zusammenfluss von so Gesprächstherapie und Werbung in einem Gerät. Das sind endlose Möglichkeiten. Genau, was soll da schon schief gehen, oder? Den Cloudpad-Leuten sind dann auch gleich 2,2 Millionen Sprachdateien von Kinderspielzeug weggekommen. Das waren 800.000 User. Ja, genau. Genau, die nächste Nummer war die Cloud-Vorhersagen, die wir gemacht haben. Und das Irre ist ja immer, wenn man da sitzt und sich Gedanken macht über die Zukunft und sich vorstellt, wie schwierig das sein wird, Dinge zu tun. Ja, also wenn wir sagen, wie das mit Cloud wird problematisch, dann denken wir an das, was dann irgendwann mal als Rowhammer oder so präsentiert wird. Ja, irgendwie aus einer VM ausbrechen, in die andere reinschleichen und solche Geschichten über irgendwie Hardcore, was weiß ich, irgendwas Fehlern in den Hauptspeichersystemen, whatever.
Aber wie sieht die Realität aus? Die Realität sieht so aus, dass es da AWS-Buckets gibt, wo halt keiner das Rechtemanagement eingeschaltet hat. So, Frohhammer. Ist ja albern, braucht man gar nicht. Einfach reinklicken, downloaden und Spaß haben. Also die größten Datenleaks dieses Jahr waren tatsächlich sowas, ne? Also wo Terabytes von Kundendaten. Ja, kommen noch ein paar Beispiele. Allen möglichen. Ja. Kommen noch ein paar Beispiele. Das andere Ding war irgendwie das Gelächter über das iPhone in 2007. Ja, so haha, ein iPhone, haha, ein Telefon irgendwie, wo man alles Mögliche drauf ausführen kann, ohne dass irgendwer was fragt und solche Geschichten. Ja, und jetzt gibt's Sicherheitsexperten, die sagen, das ist für den Konsumer die sinnvollste Plattform, was die Sicherheit angeht. Obwohl ich ja glaube, dass diese Sicherheit vom iPhone ist so ein marktgetriebenes Ding. Ne, weil wenn die Exploits einmal teuer sind, und für iPhone sind die Exploits am teuersten momentan, dann haben alle Interesse daran, dass sie teuer bleiben. Das heißt also, dann werden die erst nicht so häufig und nicht so schnell released, weil das wäre ja nicht gut für alle anderen, die auch noch auf welchen sitzen. Ja, Zero haben wir gleich noch was zu. Ne? Mhm. Ja. Gut. Und den wollte ich noch mal bringen, weil ich den so gut fand. Ja, der Buffer-Overflow durch zu breites Grinsen bei Biometrie. Ja, das ist dann so, wenn die Mundwinkel aus dem Gesicht sich herausbewegen, ja, was passiert dann eigentlich? Gibt es dann Buffer-Overflow oder nicht? Hat jemand mal ein iPhone X und kann das ausprobieren? Gut. Ja. Und das ist ein, da braucht man nichts mehr zu sagen, oder? Ich meine, Vista. Vista ist dieses Jahr noch gepatcht worden, ne, mit WannaCry. Gerade so. Und Mac OS X hat seit dem letzten Patch jetzt wieder 2-Faktor-Authentisierung, ne? Username und Passwort. Aber ich meine, die Dinge gehen einem nicht aus. Ja. Sie gehen einem überhaupt nicht aus. Outlook hat ein halbes Jahr bei S-MIME-Mails, also bei verschlüsselten Mails, den Klartext mitgeschickt. Ja. So, und jetzt kommt der Schlag ist natürlich, also der Schlag in den Bauch ist, dass es nur passiert, wenn die Mails nicht HTML waren. Also nur Mails, wie man sie eigentlich verschicken sollte, waren betroffen. Ja, genau. Nur Plaintext-Mails. Ja. Gut. Das Normalitäts-Update. Ein Username-Passwort-Kombo für einen funktionierenden Mail-Account kostet $8 bis $15. Wir hatten in Deutschland 83.000 Cybercrime-Fälle in 2016. Und 51 Millionen Euro Schaden. Ich frage mich immer, wo diese Zahlen herkommen. Ja, also ich meine, ne, ist da jetzt WannaCry schon reingerechnet und der Anteil von den 300 Milliarden Maersk schon drin oder nicht? Und sind die geklauten Bitcoins dabei und deren Wertzuwachs? Das ist ja eh die interessante Frage. Ne? Es gibt in Hamburg immer diesen schönen Witz, weil vor 20 Jahren gefühlt, wurde da mal ein Container Koks oder so im Hafen beschlagnahmt. Und dann hieß es, ne, ein Container Koks wurde im Hafen beschlagnahmt, 5 Tonnen wurden beschlagnahmt. Und am nächsten Tag heißt es dann, alle 4 Tonnen Koks wurden in die Asservatenkammer der Polizei eingelagert. Und 4 Wochen später heißt es dann, dass alle 2 Tonnen Koks vernichtet worden sind. Und hier ist es ja mehr so umgekehrt. Ja, wir haben hier für 51 Millionen Euro Bitcoin fest beschlagnahmt. Und übermorgen werden wir das für entweder irgendwas zwischen 5 und 500 verkaufen. Geldautomaten-Manipulation. Das Witzige daran ist irgendwie 56% in Berlin. Was ist denn da los? Achso, das ist erklärbar. Ja? Ja, weil in Berlin stehen diese ganzen Geldautomaten rum, wo du schon immer denkst, es kann nur ein Scamming-Device sein.
so diese Digger, die da so also kleine Säulen auf der Straße stehen, die man sonst eher so in etwas ärmeren Ländern kannte, und die stehen in Berlin so überall rum. Also du kannst eigentlich so in so den etwas beliebteren Gebieten nicht eine Straße runterlaufen, ohne mindestens über 5 Geldautomaten zu stolpern. Und da ist halt die Möglichkeit halt aus einem Gerät, was aussieht wie ein Scamming-Device zu machen, ist halt offensichtlich zu verlockend. Ja. Wer hat hier da oben Geld abgehoben? Ja. Kennt jemand, der da oben Geld abgehoben hat? War es wenigstens, roch's noch gut, das Geld? War es frisch? Genau, 50.000 MongoDBs. 27.000. Nee, 50.000 bis August. In einer Woche im August davon 27.000. Das war ein Massaker. Die DDoS-Angriffe, die öffentlich dokumentiert worden waren, dieses Jahr, glaube ich, 510. Letztes Jahr hatte ich schon mal was von 600 gelesen. Mhm, und so, und hinter den Kulissen gibt es so einzelne Angriffe, die wohl mal kurz mit 800 Gigabit ausprobiert wurden. Wobei man da einfach nur sagen muss, es handelt sich dabei eigentlich um einen Fortschritt bei der Cloud-Entwicklung. Weil der typische Weg, wie halt so ein Denial of Service monetarisiert wird, ist halt, man schickt eine Mail und sagt, guten Tag, schönes Business haben Sie da. Sie haben nehmen wir mal an, irgendeinen Freitag haben Sie ja Ihren offenen Verkaufstag, wo es irgendwie möglichst viel Umsatz geben soll. Es wäre doof, wenn Sie da einen Denial of Service bekommen würden. Wir demonstrieren gerade mal, wie das funktioniert. Und dann bekommt man so eine Viertelstunde so Denial of Service, so mit irgendwie durchaus irgendwie mehreren Dutzend oder 100 Gigabit. Und dann hört es auch pünktlich wieder auf. Und dann bekommt man eine momentan interessanterweise meistens Bitcoin-Adresse, was ich nicht so besonders klug finde, aber jedenfalls irgendeine Zahlungsadresse, mit der man dann halt sich daraus freikaufen können soll. Und die Leute, die schon ein bisschen länger in dem Business sind, sagen so, naja, wenn es genau eine Viertelstunde ist und der Traffic von AWS oder Azure Cloud-Instanzen kommt, dann zahlen wir nicht, weil dann wissen wir, dass die Leute einfach nur die freien Accounts von diesen Cloud-Plattformen benutzen, um sich halt den DDoS-Traffic zusammenzuschnorren. Und das halten die sowieso nicht länger als eine Viertelstunde, nicht bevor Amazon da eingreift oder Microsoft. Dann brauchen wir halt nicht zahlen. So ist heutzutage die Logik des Geschäfts im Internet. Genau. Ein Saalapplaus bitte für 100 Millionen Zertifikate von Let's Encrypt. Überhaupt ist der verschlüsselte Traffic ja inzwischen über 50%, wenn ich das richtig im Kopf habe, was ja schon mal eine echte Leistung für sich ist, ja. Ja, Apps faken is a thing now. Also gerade insbesondere im Google Play Store, die ja da eher so ein bisschen mehr nachsichtig sind mit Apps. Oh, aus dem Apple Store mussten sie auch diverse Ethereum. Stimmt, Ethereum-Wallets, ja. Genau, ja. Dinger rauskehren, genau. Mhm. Letztes Jahr haben wir noch gesagt, alle App-Bewertungen sind fake. Aber nicht nur die App-Bewertungen sind fake, die Apps sind vielleicht auch fake. Aber dann gibt es bestimmt jetzt Fake-Apps mit echten Bewertungen. Kommt drauf an, was du dir leisten kannst. Genau, und die ernüchternde Prozentzahl des Tages ist, dass Google Android-Sicherheitsupdates nur 50% der Geräte erreichen, sagen deren eigenen Statistiken. Ja, das ist, ja, wenn man es glauben kann, ne? Das sehe ich auch so. Da sind wir beim nächsten Punkt, ja, Statistiken, die man nicht selber gefälscht hat. Es gab mindestens 2 Zero-Day-Studien, und eine der interessanten Zahlen war dieses, ein Zero-Day, wenn er denn als solcher bekannt wird, lebt der schon 7 Jahre, ja. Also die Verwundbarkeit ist schon 7 Jahre im Feld und wird auch benutzt. Also ist schon 7 Jahre entdeckt, bevor sie dann öffentlich wird und der Hersteller aber trotzdem noch keinen Patch hat. Okay? So, und jetzt kommt's.
definiert wurde hier aber diese Lebensdauer als die Lebensdauer hört auf, wenn der Hersteller den Patch rausgibt. Und das finde ich persönlich absurd, wenn man sich anschaut, wie viele Leute einfach immer noch nicht patchen. Ja, und wie viele Runden WannaCry schon gedreht hat durch die Systeme dieser Welt und noch drehen wird, weil die immer noch nicht fertig sind mit Patchen. Also dieses irgendwie Microsoft patcht das und das oder Google patcht jetzt das und das oder wer auch immer patcht das und das. Das sind immer so Schlagzeilen, wo ich denke, gar nicht. Ja, Microsoft stellt den zur Verfügung und ob das dann irgendwo ankommt, ist echt eine zweite Frage, die leider nicht immer positiv zu beantworten ist. Wobei dieses Patching-Business ist ja, das erzeugt ja so ein, also je länger so diese Mechanismen, dass die Hersteller zu bestimmten Tagen ihre Patches ausrollen und was dann so passiert, das hat ja mittlerweile so eine gewisse Routine entwickelt. Ne? Also es ist halt so ein Microsoft rollt einen Patch aus, dann irgendwie schmeißen alle Leute ihr IDA Pro an, reverse-engineeren diesen Patch, finden raus, was der Bug ist, der gepatcht wurde. Und dann gibt es dafür zwei Märkte. Der eine Markt ist natürlich, daraus einen Exploit zu entwickeln und der andere ist festzustellen, warum die Software, die man mit dem Patch verwenden wollte, leider crasht. So, weil der Grund, warum viele Leute nicht patchen, ist ja, dass sie halt Software haben, die halt nicht, dann nicht mehr funktioniert. So, obwohl Microsoft sich eigentlich viel Mühe gibt dabei. Ja, und also die Problematik ist, wie kriegt man die Leute zum Patchen? Natürlich, indem man die Qualität hochhält und so. Und da gibt es ja dieses schöne Gerücht, dass einigen Leuten aufgefallen ist, dass bei iOS die richtig schicken Emojis, also die echt richtig schicken neuen Emojis, immer nur an den wirklich wichtigen Security-Updates dranhängen. Ja? Also damit die Leute auch motiviert sind zu patchen. Und es handelt sich natürlich über eine wilde, haltlose Verschwörungstheorie. Aber ich glaube, wer beantworten kann, wie das für IoT funktioniert, ja, dem müssen wir dann echt dankbar sein. Also bei Apple ist eigentlich so, Apple hat erkannt, die Human Mind ist a stationary target und haben einen Optimierungsvektor gefunden mit den Emojis, den ich eigentlich ganz bewunderungswürdig finde. Bei IoT wird es, glaube ich, nur funktionieren über geht wieder. Mein Licht geht wieder an nach dem Patch. Ja, vielleicht könnte man ja an jedes IoT-Gerät so ein kleines Display machen, wo dann irgend so ein niedliches Kätzchen blinzelt oder so oder eine neue Grimasse ziehen kann, was weiß ich. Oh, du meinst sowas wie so Crypto-Cats als Upgrade-Bonus so? Collect them all? Ich glaube, da sind wir halt ein Geschäftsmodell. Ja, collect them. Ja, ja, Pokémon Patching. Wir brauchen die Gamification des Patchings, nicht? Ja. Okay. Ja, das Wahlcomputer-Massaker ging auch dieses Jahr noch ziemlich ungebremst weiter. Am schönsten sind die Sprüche, oder? Also, wenn die Leute nach einer Metapher suchen für das, was da passiert ist in diesem Voting Computer Village. Genau, da sprach ich mit jemandem, der da war und der meinte, ist ungefähr so, als wenn man Fische, also in einem Fass, auf Fische in einem Fass schießt, aber mit einer Gatling Gun mit explodierenden Kugeln. Und das Fass ist nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Benzin. Genau. Dann gab es noch PC-Wahl und wie hieß das andere Ding? IVO? IVO-Elect meinst du? Ja. Ja, das steht noch aus. Also, ja. Genau, das gab es noch nicht, richtig? Das gab es noch nicht so richtig. Wie kann das denn sein? Ja, was ist denn schon? Es war kurz vor der Bundestagswahl, die Abende waren lang, der Sommer war ganz okay. Shadow Brokers, genau. Dieses Phänomen, dass wir Malware haben, die weaponized Exploits sind, also die halt von Geheimdiensten gebaut wurden, um
andere Leute Rechner aufzumachen, wird, glaube ich, auch noch eine Weile bei uns bleiben. Genau, wir haben das hier unter E-Government aufgehängt, weil das ja Waffenschränke der NSA waren, die da einfach mal en gros weggekommen sind. Und ja, das sind dann wieder diese Zero-Day-Dinger, die halt uns noch Jahre begleiten werden, ja. Ja, die sind dann halt schon seit 10 Jahren bekannt, nur halt nicht allen. Und Shadow Brokers und so sorgen halt dafür, dass sie dann doch mehr Menschen bekannt werden. Ja, der Umgang damit, wie so eine Government-Malware in die freie Wildbahn kommt, ob die jetzt irgendwie über den Umweg von Antivirus-Software geht oder ob sie durch Zufall ihren Weg fand in die freie Wildbahn oder ob es irgendwie sich um eine Geheimdienstoperation handelt, hat uns ja so diskussionsmäßig dieses Jahr relativ viel beschäftigt. Und klar ist halt, dass jetzt also der Nationalstaaten betrachten Antivirusfirmen jetzt als National Asset. Also allen ist klar geworden, dass das, was bei so einer Antivirus-Engine nach Hause in die Cloud geschickt wird, dass da durchaus interessante Sachen bei sind. Ob jetzt nun halt irgendwie die Exploit-Toolkits der Konkurrenz oder interessante Daten und Dokumente, kann ja alles Mögliche sein. Und diese sag mal, Strategisierung und Politisierung des Anti-Malware-Business zeigt sich dann eben auch im Umgang mit den Menschen, die da irgendwie in diesem Bereich unterwegs sind. Genau, und dann kommt noch dazu diese Problematik, dass Attribution halt schwierig ist. Und dann hat man plötzlich so eine Situation wie, wie heißt er, Michael Hutchins oder so ähnlich, also Malware-Tech-Blog auf Twitter, immer noch nicht aus den USA wieder ausreisen darf. Aber immerhin ist er schon mal wieder auf freien Fuß. Ja, was gab es noch Ulkiges? Also ich fand es eher, muss man sich nochmal genauer anschauen, was da eigentlich passiert. Aber das scrollte an mir so vorbei, dass sich Leute in ihrem Twitter-Account auf Regionen irgendwas in Deutschland setzen, weil dann gewisse Leute sie nicht mehr nerven. Also weil die Twitter-Zensurmechanismen für die Locale Deutschland offenbar ihrem persönlichen Geschmack besser entsprechen, weil sie dann halt irgendwie viele von den Nazis einfach los sind. Ja, erstaunlich, oder? Ja. Also, es erinnert mich also so, man erbt jetzt auf den sozialen Plattformen halt mit dem Standort und den kann man eben noch frei selber bestimmen, irgendwie so eine Filterwolke, ja, und da fehlt mir die Dokumentation, ja. Ich meine, vielleicht wollen wir ja alle virtuelle Bürger von ich weiß nicht was werden, ja? Also vielleicht ist es ja dann schöner. Aber was man dann hat und was man dann nicht hat, das wüsste man eigentlich ganz gerne. Aber wahrscheinlich wird man das reverse-engineeren müssen oder so. Ich glaube, Machine Learning könnte da helfen. Ja. Machine Learning to the rescue. Apache Struts war, glaube ich, bei Equivax angeblich die Vulnerability, die dafür gesorgt hat, dass die aufgehebelt worden sind. Ne? Das ist sowas Ähnliches wie die Schufa in den USA, einer von den großen drei, mit ungefähr 150 Millionen amerikanischen Datensätzen plus ungezählte in England und ein, zwei anderen Ländern. Also komplette Profile. Celebrite. War deswegen ulkig, weil das ja eine, wie nennt man sowas? Genau, das ist ein Dienstleister der Regierung, dabei hilft, anderen Leute Telefone aufzumachen. Kann man wohl einfach so sagen. Genau, eine Überwachungsfirma. Aber ja, die ist ja für Überwachung da und nicht zum Schutz von Daten. 900 Gigabyte waren das. Wahrer Datenreichtum. Und ne, viel einfach so AWS-Buckets voll mit Zeug. Die Republikaner haben auch ungefähr 198 Millionen Datensätze verloren.
Und die Frage ist, wie viel ist denn das? Und die Antwort ist, das war einmal alles, ja, einmal alle Wähler, ja. Und 1,1 Terabyte Daten zugreifbar, 24 Terabyte Daten nicht zugreifbar. So, ist das jetzt bemerkenswert? Naja, kommt drauf an, womit man das vergleicht, weil das ist ja 2015 schon mal passiert. Damals waren das weniger Daten, weil was hatten Sie damals noch nicht hinzugefügt zu Ihren Wählerdaten? Na, die Information darüber, welche Hautfarbe jemand hat und welche politische Einstellung er hat. Das ist jetzt aber dabei bei den Daten, die da weggekommen sind. Ja, also man sieht, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Das wird dann für Targeting benutzt, hat es geheißen. Das ist die Richtung, das kann man so raus extrapolieren. Ne? Wir sehen mit Freude, dass auch Ransomware ganz vorne dabei ist bei Krypto. Genau, also es ist ordentliche Krypto-Routinen zu verwenden. Allerdings gilt auch bei Ransomware, Krypto-Implementierungen sind schwierig. Also lieber die Referenzimplementierung verwenden, wenn es möglich ist. Jedes Mal, wenn man es selber macht, geht es eigentlich schief. Oder andersrum, wenn man sagt, okay, man steht nicht so auf ungefragte Krypto-Sicherheit für seine eigenen Daten mit den Keys anderer Leute, dann sollte man sich wünschen, dass Malware-Autoren in Informatikvorlesungen nicht aufgepasst haben und einfach sich irgendeinen Krypto-Algorithmus ausdenken. Das ist dann viel lustiger. Also Vollbit-Verschlüsselung ist eine tolle Sache für mich. Genau, überhaupt sehen wir ja so eine Entwicklung und die Entwicklung orientiert sich an dem, womit man Geld machen kann. Ne? Also ich glaube, das haben wir letztes oder vorletztes Jahr festgestellt, dass Ransomware im Moment eins der Geschäftsmodelle der Wahl ist, weil man halt so Geld verdienen kann. Aber es gibt da so ulkige Dinge wie WannaCry, wo das ja nicht so richtig funktioniert hat und andere, die danach kamen, wo sich eh die Frage stellte, ob das echte Ransomware war oder nicht einfach Wiper, also die Aufgabe hatten, die Rechner unbrauchbar zu machen. Und diese Ungewissheit ist eigentlich strategisch ziemlich clever, weil wenn du halt denkst, okay, hey, ist ja nur eine Ransomware, kann ja nicht so schlimm sein, und dann feststellst, dass diese Ransomware gar keinen Customer Support hat. Also dass das Payment einfach nicht funktioniert und irgendwie ist irgendwie da auch keine Keys kommen und es irgendwie keine Hotline gibt, die man anrufen kann. Also es gibt ja so gewisse Standards für ordentliche Ransomware. Ne? Also ist halt so, also erstens so, Payment muss funktionieren, so zweitens irgendwie der Turnaround, mit dem der Key, man den Key da rausbekommt, der muss in Ordnung sein. So drittens, man braucht halt irgendwie die Digitalwährung der Wahl, muss halt einfach erreichbar sein, ob jetzt ein Bitcoin oder Monero oder was auch immer. Da haben sich so gewisse Industriestandards etabliert, an die man sich eigentlich als Malware-Autor, also als Ransomware-Autor halten sollte. Und so Abweichung von diesem Industriestandard, also Non-Compliance, kann man auch sagen, sind eigentlich dann doch mittlerweile so ein Indikator dafür, dass es entweder totale Stümper sind oder eine andere Absicht dahinter steht. Und diese Frage zu beantworten, fällt halt nicht immer so leicht, weil es gibt da draußen auch wirklich Stümper. Ja, nicht jeder weiß, was er tut. Aber da ist dieses schöne Thema Kundensupport. Und wie wir alle wissen, sind Kunden anstrengend. Und man will mit ihnen eigentlich nichts zu tun haben. Und deswegen werfen sich alle gerade mit so großer Begeisterung auf Coinminer. Ja, weil das dann wieder, da wird die Rechenleistung einfach von dem übernommenen Computer verwendet, um Coins zu generieren. Die werden dann nach Hause geschickt und die kann man dann hoffentlich in Geld umtauschen und muss überhaupt den Leuten am Telefon nicht erklären, wie sie jetzt Bitcoins kaufen. Also extrem günstig, ja, die ganze Operations wird viel billiger auf diese Art und Weise. Also diese und Ransomware hat, glaube ich, irgendwie ein Drittel. Ne? Ein Drittel der Malware ist irgendwie Ransomware. Stand irgendeine Studie von Mitte des Jahres oder August oder sowas. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell sich Coinminer entwickeln werden, weil da die Gesamtkosten einfach günstiger sind. Also ist eigentlich denn so die Frage jetzt, wo wir so viele neue Coins haben. Ne? Also es gibt ja irgendwie quasi jede Woche noch ein paar Dutzend neue Coins. Wie viel davon Coins sind, die
ransomware-friendly sind. Weil wenn man sich so ein bisschen überlegt, so wie so Ransomware hat ja so, insbesondere an Mobiltelefone denkt ja so bestimmte Beschränkungen. Ne? Also man kann ja dann nur abends meinen, wenn das Telefon am Strom hängt und hat vielleicht auch nicht so viel Bandbreite und so und will vielleicht die CPU auch nicht übermäßig belasten. Das heißt also, da, eigentlich soll es doch möglich sein, eine Coins für zu designen, deren Eigenschaften besonders malware-friendly sind. Und dann ist natürlich die interessante Frage, wie entwickelt sich dann deren Kurs? Oder gibt es vielleicht auch sowas wie Ransom Coin Mining, wer dein Computer gehört ja leider für die nächsten 2 Wochen nicht, danach ist wieder alles okay. Solange sind deine Daten leider verschlüsselt. Und du darfst sie nicht ausschalten. Genau. Ja. Und wir wollen grünen Strom. Gut. Ab und zu werden diese Bitcoins ja beschlagnahmt, also whatever Coins, ja, das ist immer nur ein Beispiel, beschlagnahmt und dann stellt sich ja die Frage, wie geht man damit um, so als Land oder, ne? Man darf ja dann irgendwann beschlagnahmte Dinge auch zu Geld machen und die erste Frage ist natürlich, ob dann, wie heißt das, der Bund der Steuerzahler kommt und sagt irgendwie, das hättet ihr aber viel später verkaufen sollen. Oder früher, je nachdem. Und dann hatte ich, also ich hatte dann so die Frage so an einen befreundeten Anwalt, so wie, so rein rechtlich, wie ist denn das? Und der meinte, ja, ist ziemlich lustig. Da wäre halt in Juristenkreisen eine Weile drüber diskutiert worden, weil man dafür natürlich noch keine Präzedenzfälle hätte. So, also was macht man mit sozusagen, das ist so ungefähr so wie, bewertet man das jetzt so wie beschlagnahmte Aktien oder so, ist halt relativ selten so, kommt eigentlich selten vor. Und um ganz sicher zu sein, haben sie dann wohl auch geprüft, wie es eigentlich ist, wenn man bei so einer Vermögensbeschlagnahme noch nicht eingelöste Lottoscheine beschlagnahmt. Und das war dann eine Analogie, die sie zu Bitcoin relativ passend fanden. Also die Antwort lautete da, ja klar, Sie können es dann halt verkaufen. Ja, ist halt also beschlagnahmtes Vermögen kann verwertet werden. Gut, jetzt müssen wir aber reinhauen. Ja. Das Bemerkenswerte aus 2017, also noch mehr Bemerkenswertes aus 2017, waren diese Bluetooth, Broadcom und andere Radio-Vulnerabilities. Und du meinst der andere Computer in deinem Telefon? Genau, dieses andere Betriebssystem mit dem anderen Dingens, das da auch immer noch überall drin steckt. Weil in jedem Computer steckt ja inzwischen ein Computer, der dann noch einen Computer hat, auf dem noch ein Betriebssystem steckt. Da gibt es auch was von Intel, ne? Lass mich überlegen, ich weiß es, fällt mir gleich wieder ein. Intel ME, wofür steht das noch gleich? Für ich weiß es. Linux Embedded. Oder war es die Minix Engine oder die, okay, wir können ihn auch zu Tode prügeln. Die Millennium Edition, danke Publikum. eigentlich wollte ich hierfür noch ein kleines Mengendiagramm machen. Also Bluetooth, Broadcom, also Wi-Fi, das ist ja dann, wird ja dann lustig in dem Moment, wo man eine gewisse Dichte erreicht. Ja? Ihr habt die Menge aller Bluetooth- oder Wi-Fi-Sender-Empfängeranlagen. Ihr habt die Vulnerabilities in diesen, ja, also die Verwundbarkeiten. Und dann die dritte Menge ist, wie dicht die nebeneinander stehen. Ja, und das muss natürlich eine gewisse Überlappung haben, damit das dann von Punkt zu Punkt springen kann. Wann werden wir das erreichen? Hier? Ja, hier. Genau. Bei wem ist das Telefon in der Tasche gerade so ein bisschen wärmer geworden? Wer kennt jemanden, dessen Telefon in der Tasche? Genau, schauen wir mal. Nur einen Satz hierzu. Es gab mal wieder einen Facebook-Schattenprofile-Artikel, was ich immer witzig finde, weil das so selten
hochpoppt, das Thema. Es gab auch keine neuen Erkenntnisse. Facebook hat Schattenprofile und wofür sie die verwenden, weiß kein Mensch. Doch. Und was mich irritiert hat, war, dass in diesem ganzen Artikel nicht ein einziges Mal das Stichwort Geburtsdatum auftauchte. Also für sie verwendet werden, ist eigentlich ziemlich klar. Na, sie werden halt monetarisiert. Gut. Ja, interessant waren, also wir haben ja immer so diese Rubrik so, wo man so morgens irgendwie so News liest und denkt sich so, also eigentlich doch lieber vielleicht irgendwas mit Holz oder Orchideen oder so und nicht so dieses IT-Security-Ding so. Und da waren in diesem Jahr waren da so einige dabei, die halt so Sensor-Side-Channel-Attacks waren. Also wo man Sensoren anders benutzt, als der Erbauer dieses Sensors darüber nachdachte. Also zum Beispiel diese Dolphin-Attack, bei der man die Werbewanzen wie Alexa mit Ultraschall dazu bringt, Dinge zu tun, die der Mensch gar nicht hört. Also man hört dann als Mensch vielleicht nur so ein Pfeifen und plötzlich bestellt Alexa eine große Ladung Katzenstreu oder so. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie lange dauert es eigentlich, bis so Tiere, die halt zum Beispiel auch Ultraschall absondern können, also wie lange dauert es, bis man eine Fledermaus darauf trainiert bekommt? Welche Angriffsoberfläche bietet ein Papagei? Ne? Aber ich dachte, wir hätten geklärt, dass man das gar nicht braucht mit dem Ultraschall, wenn man dafür sorgen kann, dass der Furby das Katzenstreu bestellt. Ja, dieses Dolphin-Attack ist schon total irre. Da sind ja auch noch andere Dinge, wie man zum Beispiel Machine Learning überlisten kann, indem man in Bilder noch weitere Informationen reinkodiert, die ein Mensch nicht sehen kann, die Maschine aber sehen kann. Ja, auch schöne Artikel darüber im Netz. Ja, das war so mein Liebling dieses Jahr. Ihr wisst ja, Ethereum ist ja so ein Smart Contract System, also die Idee, man könne Verträge in Software gießen und das soll eine gute Idee sein. Und so nach, ich glaube mittlerweile über 3 Jahren, wo irgendwie diese Währung nun schon irgendwie so diverse Dutzend Milliarden Dollar virtuell wert ist, kam dann mal jemand auf die Idee, dass man vielleicht mal gucken könnte, ob die zugrunde liegende Programmiersprache, nämlich die Solidity, ob man daran auch Sachen schreiben kann, die auf den ersten Blick ganz normal aussehen, aber dann halt irgendwie Dinge tun, wo man halt nicht so ohne weiteres sehen kann, dass sie die ausführen. Und was ich, also JavaScript. Ja. Und das, die Bugs, die das submitted wurden, waren halt alle ganz schön langweilig. Also es war jetzt irgendwie nichts Ernsthaftes dabei. Und da Moment, die öffentlich gemacht wurden. Oder, ja, die öffentlich gemacht wurden. Also die eingereicht wurden. Die eingereicht wurden. Ich meine, welcher Irre reicht etwas ein, wo er weiß, dass es funktioniert? Wenn der Preis irgendwie nur so ein paar tausend Dollar sind. Das, oder? Ja, also das ist ein klarer Fall von, man kann mit sowas auch zu spät sein. Also so ein, der Bug-Bounty muss in irgendeinem Verhältnis zum erzielbaren Gewinn stehen, den man halt irgendwie, wenn man ihn einfach verwendet hat. Und Ethereum ist da leider nicht so weit vorne. Ja, eine der schönsten Geschichten, wo so ein bisschen unklar ist, ob sie wahr ist, war die Geschichte dieses Jahr von The Janitor, der eine schöne Geschichte auf einer Blogplattform schrieb darüber, wie er angefangen hat, die Plasterrouter-Apokalypse quasi im Alleingang aufzuräumen. Also halt sozusagen wie so eine Art Batman oder so, der halt irgendwie angefangen hat, den Plasterrouter en masse zu exploiten und irgendwie vom Netz zu nehmen, damit sie nicht als DDoS-Vehikel benutzt werden können. Da gab es dann einiges an Diskussionen darüber, wie viel davon war es, wie viel nicht. Das ist eigentlich auch egal, ist eine schöne Geschichte. Und wir wissen ja, die schöne Geschichte gewinnt eigentlich immer. Und die interessante Frage ist so, was passiert eigentlich, wenn man das Maschinen machen lässt? Also was passiert, wenn es dann plötzlich eine KI im Netz gibt, die einfach nur aus pädagogischen Gründen angreifbare Kisten aufmacht und runterfährt? So, wir sind davon nicht allzu weit entfernt. Ja, also ich meine, das ist halt so Exploit Automation ist mittlerweile eine ganze Ecke weit gekommen und irgendwie so ein Ding einfach ins Netz zu stellen, was nichts weiter tut, als einfach dafür sorgen, dass irgendwie Systeme, die am Netz sind, die halt irgendwie einfach angreifbar sind, nicht mehr allzu lange am Netz sind. Ich vermute, da werden wir relativ bald sein.
Das ist nun mal so ein Datenpunkt. Ja, es wurde ein Botnet gefunden, ein Star Wars Botnet mit 350.000 Accounts. Das hat, scheint aber irgendwie nichts gemacht zu haben irgendwie auf Twitter. Und dann sind wir hier bei der Schallvorlage für dies hier. Ja? Also dieses der Roboter, der los, oder die KI oder was auch immer, Algorithmensammlung, die losgeht und selber Systeme angreift, für diese Systeme, die sie zu verteidigen hat, auch Patches produziert und die dann auch einspielt. Dafür gibt es jetzt eine Open Source Vorlage, die rausgekommen ist aus dieser DARPA Cyber Grand Challenge von dem Team Shellfish. Schöner Artikel in der FRAG, schaut euch das mal an. Da ging es, also bei dieser Cyber Grand Challenge ging es darum, eine Maschine zu entwickeln, also ein Programm zu entwickeln, das dann andere Programme angreift und eben auch für die eigenen zu schützenden Systeme Patches produziert. Ja, das macht dann das mit den Plasterroutern klar, wenn wir Glück haben. Ja, Tod durch Autokorrektur war so ein Problempunkt, der dieses Jahr hochkam. Hintergrund ist ja, dass zumindest ein Fall bekannt geworden ist, wo die Autokorrektur in einer Textverarbeitung den Namen von Medikamenten replaced hat. Also in dem Fall ging es halt um Antibiotika, wo die Autokorrektur halt nur eines dieser Antibiotika kannte, aber nicht das andere, und dann halt das Wort korrigiert hat. Dummerweise ist bei Antibiotika die Auswahl des präzisen Medikaments relativ wichtig, weil es durchaus eine Menge Leute gibt, die so Allergien haben oder Unverträglichkeiten haben, die auch gerne mal fatal sein können. Und wir haben mal versucht, irgendwie rauszukriegen, wie weit dieses Problem so reicht. So. Also es geht ja noch ein bisschen weiter, ne? Also nicht nur Autokorrektur, sondern so Ärzte diktieren ja auch ganz schön viel. Und dann haben wir mal gefragt, so Siri, wie viele Leute hast du schon umgebracht? Aber sie hat die Antwort verweigert. Ich finde es sehr verdächtig. Und Autowaschstraßen auch. 150 Stück, also irgendein Autowaschstraßentyp ist mal durchgetestet worden. Und ich glaube, die Videos davon durften dann nicht veröffentlicht werden oder so, aber angeblich gibt es da schöne Videos, wie die auf und zu fahrende Tür irgendwie versucht, das Auto zu zertrümmern, das gerade raus will aus der Waschstraße. Und Aussagen von den Leuten, die das gemacht haben, dass wenn sie es schaffen würden, einen Menschen einzuklemmen mit der Tür, dann könnten sie auch die Wasserstrahlen korrekt ausrichten auf den. Die Autowaschstraßen. Das wäre dann zwar kein perfektes Verbrechen, aber immerhin ein sauberes. Ja. Genau, schauen wir mal nach vorne auf die letzten 7 Minuten. Das wird hart. Das Sensor- und Sensorqualitätsproblem. Ist ja immer schön, wenn die Kameras immer besser werden. Und ich glaube, wir hatten vor ein paar Jahren mal auf so eine App hingewiesen, die alleine mit der Selfie-Videokamera sehen kann, wie man atmet, weil die einfach auf die Schatten achtet, hier auf der Brust, ja, und die auch den Puls messen kann. Und zwar über die Kamera, über das Pulsieren des Blutes hier oben in den Wangen und solche Sachen. Und was passiert hier? Die Sensorik wird immer besser, die Bildwiederholraten steigen, und dann sind wir jetzt bei dem Thema Micro-Expressions aufnehmen und gucken, ob da einer sich wohlfühlt, unwohl fühlt, nervös ist, nicht so nervös ist, etc. Da geht jetzt immer mehr, und das wird auch nicht aufhören. Und diese, was dabei eben rauskommt, sind so Sachen wie, was wir gerade eben hatten mit Ultraschall und den Werbewanzen, dass bei etlichen Sensoren man halt auch nicht immer direkt sagen kann, auf was die dann noch alles so reagieren. Das heißt also, so adversarial Sensor-Input wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Problem werden, insbesondere weil natürlich immer mehr, wie ist das schöne Wort, cyberphysikalische Aktorsysteme,
also sprich Dinge, die dich beschädigen können und von einem Computer gesteuert werden, sich in der freien Wildbahn befinden. Und die werden natürlich von Sensoren ja, gesteuert, indirekt. Genau. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ist da eigentlich verbaut und inwiefern wurde das gebaut mit dem Zweck, für den es jetzt eingesetzt wird. Es gibt diesen schönen Spruch, wir stehen auf den Schultern von Riesen und können weiter schauen als die vor uns. Ja, und es ist halt so, irgendwie, wenn ich die Library da drüben einbinde, dann habe ich jetzt tolle Krypto, glaube ich. Ja, und wenn ich diese Library da drüben einbinde, dann kann ich jetzt einen Sensor, Ultraschallsensor einbinden und der sagt mir, wie viel Zentimeter Abstand das noch sind bis zum Fußgänger da vorne. Oder wenn ich, glaube ich, diese Library einbinde, dann brauche ich leider Internet, damit mein Küchenthermometer mir die Temperatur anzeigen kann, weil es leider sich seinen Fond von Google holt. Aber dafür schafft man es möglicherweise, eine Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige unter 10 Millionen Zeilen Code zu bauen. Vielleicht. So, und also wir stehen da schon auf den Schultern von Riesen und können weiter schauen als andere. Und es heißt ja auch immer, don't roll your own crypto, ja, mach deine Crypto-Software nicht selber, nimm eine Library, die gut ist. Aber wer patcht die denn dann später mal? Und das ist eben das Problem, die Riesen sind nicht so, die sind nicht so gesund. Die haben vielleicht nur ein Auge, ja, und stehen eigentlich auf Krücken, aber das ist so schlecht zu sehen, weil die Hosenbeine so lang sind. Ich weiß auch nicht, also da fehlen mir so ein bisschen die Bilder, aber letztendlich irgendwie die, wir stehen vielleicht gar nicht auf den Schultern von Riesen, sondern mehr so Kartenhäuser? Kartenhäusern? Müllhalden? Ja, die allwissende Müllhalde. Wir stehen auf den Schultern der allwissenden Müllhalde. Ich glaube, das ist die richtige Analogie dafür. So, und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Das ist das Best-Case-Szenario. Weil wir haben auf diesem Kongress schöne Beispiele dafür gesehen, was passiert, wenn einer sagt, Riesen, die sind mir zu teuer. Der ist außerdem zu groß. Und der isst so viel. Und ist ein Riese, der ist gar nicht von hier. Ja, ich lehne ja Riesen grundsätzlich ab, aus religiösen Gründen. Ich will auch ein Riese sein, ich will auch ein Riese sein. Du bist nur 1,30. Das ist diskriminierend. Also wenn dann jemand auf die Idee kommt, dass er das einfach selber implementieren kann, weil wie schwer kann das sein, ja, so ein Bezahlsystem zu implementieren, wie schwer kann es denn sein? Hey, man könnte ja MyFair Classic dafür benutzen. Ist schon da. Funktioniert ganz super. Und Classic heißt doch eigentlich, es ist ein Klassiker. Und Klassiker sind doch immer gut, oder? Ja. So, gut abgehangen. Gut abgehangene Riesen. Genau. Also dieses Problem, was passiert, wenn wir anfangen, mit Machine Learning auf den Menschen loszugehen, begleitet uns ja diesen ganzen Kongress so ein bisschen so, seit der Keynote von Charles Stross hier. Und wir haben das halt auch das ganze Jahr so in den Vorhersagen für nächstes Jahr gesehen. So, es gibt ja diese YouTube-Videos, diese autogenerierten Kinder-Anfix-Videos und wir haben da, glaube ich, den Anfang überhaupt noch nicht gesehen. Wenn wir uns jetzt mal die Technologiekomponenten überlegen, wir haben mittlerweile ziemlich gute Text-to-Speech und relativ gut funktionierende Speech-to-Text. Und das heißt also, mit einer Maschine telefonieren, das erste Mal, dass wir mit einer Maschine telefonieren, wird wahrscheinlich ein Werbeanruf sein, der dich anruft und sagt, oh, gab's schon? Und war's okay oder? Hatte sie Verständnis mit dir? Also was, ich glaube, das wird daran scheitern, dass kein Mensch mehr sein Telefon zum Telefonieren benutzt. Ja, dieses Daten sind das Öl oder was auch immer des 21. Jahrhunderts.
war ja so letztes Jahr so einer dieser Sprüche, über die wir uns irgendwie doch so ein bisschen irgendwie den Kopf gekratzt haben, so als was war jetzt an Öl eigentlich so gut, ja? Wir haben irgendwie angefangen, darüber Kriege zu führen, wir haben damit unseren Planeten im Wesentlichen vernichtet. Also eigentlich schreiben sich die Witze von selber, ja? Also Daten sind das Öl oder was auch immer des 21. Jahrhunderts. Okay, also das mit den Kriegen, ne, ist klar. Also wir werden die Ozeane damit vollmüllen. Was ist denn da das Äquivalent? AWS-Buckets? Ja. Und die, naja, also Halver hat da was Schönes neulich geschrieben, der meinte so, also Daten sind zwar, also sind eigentlich nicht so sehr das Öl des 21. Jahrhunderts, also Daten sind mehr so wie so ein, so das Fass irgendwie mit brennendem Benzin, was du im Vorgarten stehen hast. Und man kann sich zwar ein bisschen dran wärmen, aber sonst hat es nur Nachteile. Man kann das auch noch weiterspinnen, nicht? Wenn Data the new oil ist, dann ist ja Data auch the new snake oil. Und da sind wir dann wieder beim Thema Statistik ist hart. Also das, was man aus Daten rauslesen kann, das muss man auch erstmal können. Und wenn man das eben nicht kann, dann kann man einem mit Daten ja auch alles Mögliche verkaufen. Ja. Und was ist dann Zucker im Tank? Schauen wir mal. Wir haben da noch ein bisschen was. Ja, Social Media Facelifting wird sicherlich, also wird ja zum Teil schon betrieben. Es gibt also Professionals, die einem so den Instagram-Account aufhübschen und dafür sorgen, dass man irgendwie schön und beliebt aussieht. So zusätzliche alternative IDs werden immer wichtiger, weil, also es gibt da so Länder, wo man zum Beispiel halt irgendwie Schwierigkeiten hat, in ein Hostel einzuchecken, wenn man keine Facebook-ID hat. Und da will man natürlich eine besonders schöne, gecleante, disneyfizierte, familienfreundliche, unkontroverse ID für haben. Die braucht man dann wohl. Genau. Und für die, die das nicht kaufen wollen, die können sich ja dann eine App zulegen, die ihnen dann dabei hilft, ihr Social Score Management zu optimieren. Am besten AI gestützt, oder? Ich meine, China steigt da jetzt voll in das Thema ein, oder? Diese Social Score-Geschichte, ja. Ja, und dann wird der Social Score benutzt, um zu gucken, ob man einen Kredit kriegt oder nicht, weil mit Geld kriegt man ja die Leute. Und da soll dann alles Mögliche rein, so auch was die Regierung gerne hätte, im Sinne von, wenn einer ein Parking-Ticket nicht bezahlt hat, dann ist das sehr viel schwerwiegender, als wenn er seine letzte Telefonrechnung nicht bezahlt hat. Und jetzt habe ich auch was gehört von Gesundheitsdaten sollen da auch einfließen. Und dann fragt man sich ja immer, was werden die Konsequenzen daraus sein? Und die Antwort da ist klar: Schokoladeschwarzmarkt. Ja. Also angesichts der Arbeitsteilung im Malware-Sektor, wo man sich dann mal fragt, okay, die machen irgendwie das Backend und irgendwie das Payment und dann gibt es noch die Command- und Control-Leute und dann gibt es die Leute, die die Exploits bauen und den eigentlich einen Dropper bauen und irgendwie die sagen, was wo es hin und her gehen soll. Es wird mittlerweile so ein richtig komplexes Environment und wir vermuten, dass es das schon gibt, den Malware-Wertschöpfungskettenprüfer, weil jeder dieser Arbeitsteile kriegt ja was davon ab, von dem Coin-Miner oder was auch immer man da gerade deployed hat. Das heißt also, das muss man auch irgendwie auditen. Also man braucht so Standards. So die Compliance im Malware-Sektor wird sicherlich ein großer Arbeitsmarkt werden. Also Sie haben ja immer gesagt, so dieses Automatisierung ist nicht so schlimm, weil es wird ja neue Arbeitsplätze geben. Und möglicherweise sehen wir hier gerade den Anfang von sowas. Es ist so neue Arbeitsplätze, an die wir früher noch nicht dachten, so Compliance-Auditor im Malware-Sektor. Ja, das ist eine. So, wo ist. Der IoT-Geisterjäger. Ja, und wir hatten letztes Jahr den IoT-Wünschelroutengänger. Ein IoT-Wünschelroutengänger ist einer, der die IoT-Geräte findet, die überhaupt da sind. Ja? So, und der Geisterjäger ist, wie ihr aus dem Film wisst, derjenige, der die dann
einfängt. Auf eine Art und Weise, wo man dann sie noch hinterher analysieren kann. Also ich meine, wenn so ein Gerät mit Malware, also ein IoT-Gerät mit Malware befallen ist und man dann rauskriegen will, was da eigentlich Böses drauf läuft, dann darf man da ja nicht den Stecker ziehen, weil dann ist es ja weg. Ne? Das heißt, man braucht da so ein Strahlungskreuzungs... Entschuldigung. Nicht die Strahlenkreuzung. So wie bei 230 Volt, linke Leitung, rechte Leitung, so wie Strahlenkreuzen, nicht Strahlenkreuzen. Ne? Genau, 5 Volt, 12 Volt, Gleichstrom, Dinger, muss man das abgreifen können und rauszutragen, um dann den Speicher auszulesen. Und also dieses. Das könnt ihr dann in der Verwandtschaft üben. Also ich finde ja immer Jobs gut, wo man klein anfangen kann in... Ja. Genau, erstmal das Sample auf dem Plasterrouter bei der Verwandtschaft isolieren, damit man schon mal für später üben kann, auch unter... Ja, weil das sind alles gebrauchte Jobs, ja, Industrie 4.0 kommt. Guten Tag, ich muss gerade mal Ihr Fertigungscenter mitnehmen. Ja, und ich muss den Drehstrom dran lassen, damit die Malware drauf bleibt. Ich brauche das Sample. Ja, Quantencomputer ins Silizium, wissen wir natürlich nicht. Ne? Also Quantenunschärfe kennen wir ja. Ne? Also es ist halt irgendwie schwer zu sagen, ob es jetzt nun kommt oder nicht. Aber zumindest sieht es so aus, als wenn wir nächstes Jahr da mehr Fortschritt sehen könnten. Wenn es da nicht fundamentale Probleme gibt, mit denen wir heute noch, also heute noch nicht wissen, ob sie lösbar sind. Also insbesondere, ob das Rauschen in den Griff zu bekommen ist. Aber wenn es passiert, könnte es sein, dass wir nächstes Jahr relativ große Fortschritte darin sehen, dass man Quantencomputer mit traditionellen Fertigungsmethoden der Halbleiterindustrie bauen kann oder zumindest irgendwas, was sich so anfühlt und so aussieht wie ein Quantencomputer. Mal gucken. Dann haben wir so ein bisschen rumgefragt und gefragt, so, was geht denn so nächstes Jahr schief? So, ne? Also was sind denn so die Sachen, die wo bei Krypto halt jetzt irgendwie noch so die nächsten Apokalypsen drohen werden? Und die Antwort war eigentlich so von allen, die wir so gefragt haben, die früher auch schon mal für so kleine Apokalypsen gesorgt haben, dass also es wird halt mehr sowas wie Bleichenbacher geben, es wird halt mehr schlechten Zufall geben, insbesondere auch gerne in Hardware implementierten schlechten Zufall. Wir erinnern uns an dieses kleine Problem mit Infineon und Estland dieses Jahr. Zusammengefasst kann man sagen, was gibt's Neues? Es gibt nichts Neues, das Alte ist noch nicht alle. Ja. Ja. Ja, Cloud-Exorzismus ist natürlich ein etwas, was man, also wir hatten ja so im letzten Jahr nochmal wieder so gesagt, okay, man braucht denn so Altenheime für Geräte, die halt irgendwie mit dem Internet nicht mehr so ganz klarkommen. Und mittlerweile haben wir aber Hardware, wo man sagt, eigentlich geile Hardware, ne? Also zum Beispiel halt so eine Werbewand, so ein Alexa, ist ja eigentlich ganz geil. So schicke Mikrofone, ordentlicher Lautsprecher, dicker Prozessor, so leider mit diesem lästigen Nachhause-Telefonieren-Problem. So. Und da braucht man eigentlich so einen Exorzisten, der dann mit dem Kreuz dafür sorgt, dass das Ding halt sich seine schlechten Gewohnheiten, seine schlechte Seele entweicht und man ihm eine neue Seele. Genau, wir haben das hier noch unter der Abteilung Sport, weil wir noch nicht sicher sind, dass man sich damit, dass man damit wirklich eine Familie ernähren kann. Ja? Wenn ihr euch nochmal den Vortrag anschaut über den Staubsaugerroboter aufmachen hier, wo man dann sehen kann, dass Staubsaugerroboter bessere Security haben als manche Banken. Da... Da ging es ja auch um das Thema, wie macht man da die Cloud raus, weil das Gerät ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und das wird noch mehr werden. Und wenn man das dann mal gemacht hat, dann kann man daraus vielleicht auch ein Geschäftsmodell, das von Sport upgraden Richtung Geschäftsmodell, dass man dann sagt, ich hätte gerne den Staubsauger, aber ohne Cloud. Ja, und keine Ahnung, ob man den dann da kauft und dann dahin einschickt, um die Cloud entfernen zu lassen oder ob das mit Hausbesuchen funktioniert, ja, oder mit Fernwartung, oh nein. Oder mit so kleinen Prothesen, ne? Also sozusagen wie so ein Aluhut, der die Cloud fernhält. Genau.
Ja, also da geht was. Die letzte Sache war... Es sind ja relativ viele Bitcoins, die da draußen sind, von denen Leute sagen so, ich habe es auf dem Kongress hier schon so, glaube ich, 5-mal gehört, so, ja, eigentlich habe ich ja auch noch so ein paar, aber entweder ist die Platte kaputt, man weiß nicht mehr, wo die Platte ist, ja, okay. Und dann gibt es auch eine ganze Menge, die sagen, ich kann mich echt ums Verplatzen nicht mehr an diese Passphrase erinnern. Und nun muss man dazu sagen, Hypnotiseur ist im Gegensatz zu Rechtsanwalt ein Beruf, bei der es irgendwie nicht nur eine Tarifierung nach Stundensatz geben kann, da ist eine Erfolgsbeteiligung möglich. Genau, damit sind wir schon rum. Wünschen euch allen einen guten Weg nach Hause und wie immer einen schönen Rutsch in das Jahr 1984.